Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial. Ich möchte euch heute gerne zeigen, wie ihr das Bright Game Panel auf eurem V- oder Root-Server installieren könnt. Der erste Schritt besteht darin, das Bright Game Panel auf der offiziellen Website herunterzuladen. Den Link dazu findet ihr auch nochmal in der Videobeschreibung. Im nächsten Schritt müsst ihr ein paar Pakete auf dem V-Server installieren. Dafür verbindet ihr euch am besten mit PuTTY oder beziehungsweise über PuTTY mit eurem V-Server oder Root-Server. Und alle Befehle oder alle Pakete, die ihr installieren müsst, findet ihr auch nochmal in der Videobeschreibung. Als nächstes müsst ihr dafür erstmal euren V-Server updaten. Das macht ihr mit dem Befehl sudo-apt-getupdate. Kommt bei euch auch die Meldung, dass sudo nicht gefunden wird, müsst ihr einfach nur apt-get-install-sudo eingeben. Und dann wird sudo installiert. Nachdem ihr das dann gemacht habt, könnt ihr auch die Befehle mit sudo eingeben. So, als nächstes machen wir ein Update mit dem Befehl sudo apt-getupdate. Wie gesagt, alle Befehle stehen auch nochmal in der Videobeschreibung. Danach müssen wir einige Pakete installieren, die alle für das Webinterface benötigt werden. Und während der Installation werdet ihr um ein MySQL-Datenbank-Passwort gefragt. Das ist ziemlich wichtig für die Installation, das schreibt ihr euch am besten auf oder merkt euch das. Nachdem alle Pakete dann installiert wurden, startet ihr den Apache-Server einmal neu. Und das war auch schon alles, was ihr für die Pakete braucht. Als nächstes kommen wir dann zu dem Webinterface. So, nachdem alle Pakete erfolgreich installiert wurden, müssen wir jetzt das Webinterface auf euren V-Server kopieren. Das macht ihr mit dem Programm WinSCP. Den Link dazu findet ihr auch in der Videobeschreibung. Als nächstes nehmt ihr dann euer ZIP-Archiv, was ihr eben gerade runtergeladen habt, und kopiert alle Dateien in euren V-Server oder auf euren V-Server in das Verzeichnis var www und genau einfach in dieses Verzeichnis rein. Nachdem alle Dateien kopiert wurden, müsst ihr zurück in die PuTTY-Konsole und folgenden Befehl eingeben. Das Webinterface selber braucht auch eine Datenbank, dafür geht ihr wieder in euer PuTTY und meldet euch in eurer Datenbank an. Dann braucht ihr noch euer Passwort und ihr könnt jetzt eine neue Datenbank erstellen mit dem Befehl Create Database Bright Game Panel. Das Semikolon am Ende dürft ihr nicht vergessen, ist besonders wichtig. Ihr seht, dass die Datenbank bei mir bereits existiert, bei euch sollte dieser Befehl nicht kommen. Falls doch, nehmt ihr einfach einen anderen Namen. Und mit dem Befehl Quit und Semikolon könnt ihr euch dann wieder abmelden. So, als nächstes können wir schon das Webinterface installieren. Dafür gebt ihr einfach im Internet eure IP von eurem V-Server oder Root-Server an. Bei mir ist das jetzt in diesem Fall Localhost. Und dann werdet ihr sofort auf Install weitergeleitet. Falls ihr eine leere Seite bekommt oder angezeigt wird, müsst ihr einfach in WinSCP die index.html löschen. Falls nicht, könnt ihr einfach so weitermachen. Ihr geht also jetzt auf Go und akzeptiert hier die AGBs. Und jetzt kommen hier einige Sachen, die überprüft werden. Hier unten den Befehl php-output-puffer-disable könnt ihr ignorieren. Ihr könnt auch die Installation fortführen, selbst wenn das nicht aktiviert ist. Was wichtig ist, ist jetzt hier die Datenbank. Die müsst ihr nämlich noch einmal angeben. Im vorherigen Schritt habe ich euch ja gezeigt, wie ihr eine Datenbank anlegt. Und diese müssen wir jetzt erst noch in den Einstellungen von dem Webinterface angeben. Dafür geht ihr nochmal in WinSCP und öffnet die configuration.php. Rechtsklick und einmal bearbeiten. Hier haben wir jetzt einige Einstellungsmöglichkeiten und unter anderem auch hier die Datenbank. Hier müsste einmal eure Datenbank-Host angegeben werden. Wie bei euch müsste das dann auch Localhost sein, da ja die Datenbank auch auf dem V-Server oder Root-Server läuft. Falls nicht, müsst ihr die externe IP-Adresse angeben. Als nächstes hier der Name von eurem Webinterface, von eurer MySQL-Datenbank, in meinem Fall Bright Game Panel. Und hier unten der Benutzername, der ist standardmäßig root und das Passwort, was ihr gewählt habt. Das ist auch root bei mir. Und wenn ihr das dann eingegeben habt, klickt ihr oben auf Speichern, könnt das schließen, zurück in den Browser und dann noch einmal aktualisieren. Ihr seht jetzt, alles successful und wir können mit der Installation weitermachen. Hier wurde jetzt bereits eine Datenbank gefunden, weil ich das davor schon mal probiert habe, ob alles funktioniert. Stimmt das? Deswegen klicke ich jetzt hier auf eine neue Installation. Bei euch gibt es keine Auswahlmöglichkeiten. Da könnt ihr einfach nur auf Install MySQL Datenbank.
So, als nächstes müsst ihr nur noch den Installationsordner löschen. Dafür geht ihr wieder in WinSCP und löscht einmal den Installationsordner. So, und das war es auch mit der Installation. Ihr müsst euch jetzt hier am besten diese Daten einmal merken oder aufschreiben und klickt dann hier zum Admin-Login. Und hier könnt ihr euch jetzt anmelden mit eurem Passwort und eurem Benutzername. Und jetzt seid ihr schon in eurem Webinterface drin. Als nächstes könnt ihr verschiedene Einstellungsmöglichkeiten treffen, um eigene Server und ähnliches vorzustellen. Dazu findet ihr dann aber ein anderes Tutorial auf meinem Kanal in der nächsten Zeit. Ich hoffe, ich konnte euch helfen und das war's mit dem Video. Haut rein!